Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16, wo wir Benedicta besiegt und ihre Kraft geklaut haben in der letzten Folge. Und nun gucken, was es hier noch für uns gibt. Ein paar Kaiserliche. Bezwinge die kaiserlichen Soldaten. Ja, nichts leichter als das. Bam, bam, boom. So, komm, Junge. Ja, da bin ich zu weit in der Luft. Aber, warte mal. Oh, und das zählt nicht. Das heißt, wenn ich die anderen zwei Angriffe gemacht habe, habe ich immer noch die hier voll. Oh mein Gott. Gebrochen. Das ist aber sehr nice. Das bedeutet, wenn die Angriffe hier am Aufladen sind, kann ich schnell rüber switchen, so. Und die sind dann vielleicht schon aufgeladen, wenn ich das richtig time. Das heißt, ich kann denen, die am Boden liegen, noch mehr Schaden machen. Das finde ich sehr, sehr nice. Das finde ich sehr, sehr nice. Okay, cool. Das ist richtig cool. Hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Ich dachte, die laden sich gleichzeitig auf. Aber ist ja voll geil. Wenn wir später noch mehr Fähigkeiten haben, wird das ja noch umso besser. Apropos Fähigkeiten. Wir müssen gleich mal im Fähigkeitenmenü gucken, was wir da noch so einstellen können. So, jetzt ist er gebrochen. Jetzt kann ich ihm den hier drücken. Dann gehe ich rüber und kann ihm den drücken. Und noch den anderen. Wobei, mit dem treffe ich ihn irgendwie nicht. So, nieder mit dir. Gegner bezwungen. Sehr nice. Da gibt es ein bisschen Erfahrung und gibt es auch Beute. Ja, es gibt auch Beute, perfekt. So, stirb. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Map. Oh, ja. Dann gehen wir mal kurz in die Einstellungen. Und müssen hier mal bei Fertigkeiten gucken. Wir haben jetzt Garuda einverleibt. Ich finde einverleibt immer noch ein richtig geiles Wort. Und hier können wir jetzt Sachen uns kaufen. Wir haben 1600 Punkte. Was ist das denn zum Beispiel? Drücke X und Viereck, um dich dem Gegner mit einem schnellen Satz zu nähern und ihn anzugreifen. Kriege ich die alle oder muss ich mich für ein paar entscheiden? Ich glaube, ich kriege die einfach alle, ne? Ich muss mich nicht für welche entscheiden. Boah, da kann ich ja mal richtig einkaufen. Die kosten ja alle gar nichts. Hier oben, die werden teurer. Ah, okay, ich kann auch verbessern. Okay, ich sehe gerade, ich kann auch verbessern. Meistern kann ich den hier. Hä, was? Ich kann den noch meistern und ich kann den aber auch wieder vergessen. Ah, okay, die hier muss man öfters machen, bis man die gemeistert hat. Verstehe. Na gut, dann haben wir aber jetzt bis auf die beiden hier alles gemeistert. Gut, hier wird es dann ein bisschen teurer, das sind aber dann auch die Special-Sachen. Okay, diese Sachen, die habe ich ja noch nie benutzt, ne? Okay, können wir uns dann mal angucken. Dann heißt es jetzt auf jeden Fall Fertigkeitspunkte sammeln. Und hier hinten versteckte Sachen. Schauen wir mal, was da noch auf uns wartet. So, 12 Gil. Nehme ich natürlich mit. Mal gucken, was wir später so kaufen können. Waffen und so ein Kram, ne? Weißt du was? Ich kill die einfach hier noch, die Kaiserlichen. Vielleicht gibt es dafür ein paar Fertigkeitspunkte. Okay. Muss ich mal gucken. Ah ja, genau. So kann ich solche Moves machen. Okay, geil. Das muss man dann einfach auswendig lernen. Was man da machen kann. Ich habe mir jetzt zum Beispiel die eine Tastenkombi gemerkt, die zwei Tasten zusammen. Dann ziehe ich mich so zum Gegner hin und gebe dem direkt einen Hit. So weit, so gut. So. Wir brauchen hier überhaupt keine Special-Angriffe für die Idioten. Ach, er hilft auch sogar mit. Das ist ja nice. So, habe ich mir nämlich gedacht, dass ich hier noch irgendwas finde. Ich suche hier alles ab. Jetzt können wir einfach mal spaßhalber gucken, ob wir Fertigkeitspunkte gekriegt haben. Naja, wenn dann so wenig, dass ich es nicht gemerkt habe. Egal. Wir gehen mal weiter. Gut, dann haben wir jetzt, brauchen wir quasi noch, wir brauchen insgesamt noch, ja, wir brauchen noch knapp 200.
bisschen mehr als 200 Punkte. Dann haben wir in dem Kringel schon mal alles gemeistert. Sehr, sehr cool. Auftragsziel in der Nähe. Okay, alright, dann schauen wir mal. Holla, ich bin's nur. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Kann man so sagen. Hier lang. Wow, was ein Übergang. 10 Euro an den Designer. Wenn ihr die Träger nicht befreit habt, wer dann? Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Hapühe rumschlagen musste. Wobei, der Mindestlohn liegt inzwischen Hauptsache, bei fast 20. Sie sind sicher. Wobei, weiß ich gar nicht, bei wie viel Euro der Mindestlohn liegt. Dank deiner Hilfe, Gav. Ich sehe nur immer beim Aldi die Werbung, ach, wenn die Leute anwerben wollen. 19,40 Euro zahlen die Stunde. Er ist fündig geworden? Nein, dabei waren wir so nah. Gut, dann suche ich ihn. Aber warum? Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Ja, danke. Vielleicht. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaube, er mag dich. Was hat er gerade mit seiner Zunge gemacht? Er hat sich fett einen weggezüngelt. Na, lecker. Sie ist weg. Weg. Milady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier. Weg, weg, weg. Die ist so broken, weil sie jetzt keine Macht mehr hat. Barnabas. Wann erreichen wir die Küste? Bei dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Er wird mich verstoßen wie all die anderen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Milady, wir sind da. Geralt? Was haben wir denn hier? Ja. Was haben wir denn hier? Eine machtlose Benedikta. Aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Ware gründlich inspizieren? Oder was meint ihr? Bleib weg! Uncool. No. Hab keine Angst. Sie können dir nicht mehr wehtun. Komm, lass uns gehen. Ist das meine Strafe? Weil ich nicht auf dich hören wollte. Diese elende Welt. Aber echt mad. Wie? Ich dachte, wir haben ihre Macht genommen. Ach so, hat sie sich jetzt... Nee, jetzt bin ich komplett verwirrt. Wer ist sie denn jetzt? Hat sie auch noch eine zweite Macht oder was?
erzählt. Spürst du das auch? Garuda. Und wir haben also nur einen Teil davon genommen. Bei den Flammen. Sie hat die Kontrolle verloren. Zu viel Äther. Wie unser Bruder damals. Wenn sich der Bruder nicht beruhigt, verschluckt dieser Sturm noch den ganzen Wald und uns gleich mit. Ich halte sie auf. Was willst du? Da war sie wieder. Dieselbe Stimme. Verdammt nochmal, musst du deshalb da reinlaufen? Und weg ist er. Ach, schön. Clive, ich glaube, Drachenhorst. Du verstehst nicht. Das ist kein windiges Wetter, in das du da läufst. Aber guck mal, wie schön die Blätter. Ist unberechenbar. Ja, ich höre eh nicht zu. La 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 la. Wer weiß, was uns da drin blüht? Das ist mir egal. Oh, guck mal, hier ist Blut. Oh, das ist aber eine schöne Pflanze. Das sind aber tolle Blätter. Hat da jemand was gesagt? Verdammt, ich habe gar nichts mitgekriegt. Upsi, upsi. Wer seid ihr denn? Sind das alles? Ja. Oh, die halten aber ganz schön was aus. Die halten ja ganz schön was aus. Mist, ich erwische manchmal nicht. Die hält aber echt ganz schön was aus hier. Hör ich da das Lied? Hau drauf! Los, sie liegt am Boden, tritt drauf ein! So wie damals in der Schule. Ach so, ich kann auch wechseln hier. Und zack. Und kaputt, die getrübtes Auge. Boah, das sind aber ganz schön viele von denen. Wenn ich das mal eben so anmerken darf. Das sind aber ganz schön viele von denen und ich brauche den Loot. Okay. Oha. Das war sick. Boah, einfach mal diese ganzen Moves lernen, die wir gelevelt haben. Hoffentlich bringt uns das hier alles ein paar Fertigkeitspunkte, dann können wir noch... Oh, verschenkt. Dann können wir noch den Rest leveln. Das wäre nice. Dann wäre es wenigstens nicht ganz umsonst, die hier jetzt zu killen. Klar, man kriegt auch ein bisschen Loot und so. Aber ihr versteht schon, wie ich meine. So, gebrochen, sehr gut. Also zeigen wir es ihr. Du bist erledigt. Ja, in den Heiltrank reinpfeifen. Da unten gibt es noch was für mich. Ja, die will Stress, aber ich muss erstmal kurz hier runter den Loot holen. Da drüben am anderen Ende gibt es auch noch Loot. Wie komme ich da hin? Ich denke mal, ich kann nicht ins Wasser, ne? Wie komme ich da rüber? Ich brauche den Loot. Ich kann doch nicht ohne den Loot gehen. Na komm, wo bist du? Respawnen die? Wenn ja, wäre echt nicht so cool, ne? Ja, ich habe überhaupt kein bisschen, nicht mal ein bisschen Schaden gemacht. Ich stelle mich da echt noch nicht so gut an, muss ich sagen. Okay. Hab's ja schon mal auf die Hälfte gekriegt. Vielleicht ein bisschen mehr Entfernung. Hab das Gefühl, die hier sind schon stärker. Okay. Die helfen alle mit. So, gebrochen. Und das war's. Ja, bist du auch. Bist alt. So, da gibt's nochmal Loot. Hier gibt es echt viel Loot. Nur mal kurz gucken, kriegen wir... Oh ja, perfekt. Dann können wir das schon mal meistern. Dann kämpfen wir noch gegen ein paar von denen.
Dann können wir vielleicht das letzte auch noch meistern. Das wäre nice. Ich habe hier eh noch ein bisschen was einzusammeln. Kacke, das war... Ach, ich bin aber auch blöd. Ich den Fehler jedes Mal mache, obwohl ich es eigentlich weiß. Das war ganz gut Damage eigentlich. So, gebrochen. Blöderweise sind jetzt alle meine Fähigkeiten nicht mehr aufgeladen. Da muss es einfach mit den simplen Angriffen hier. Einer geht noch. Zack, müssten wir haben, ne? Sehr nice. Ah, und wir haben 40 Erfahrung dafür gekriegt. Also 40 Fertigkeitspunkte. Okay, die respawnen nicht, ne? Aber wie komme ich da unten... Wie komme ich da hinten an den Loot ran? Ich glaube einfach, indem ich zurückgehe. Hier über die Brücke und dann dahin. Oder hier durch. Darf ich hier durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Schon besser. Wahrscheinlich darf ich hier nicht durch, denn das wäre zu einfach. Ja. Gut, dann würde ich sagen, vernichten wir noch den Rest hier. Holen uns noch den Loot, den es hier so gibt. Schauen wir mal, ob das dann reicht. Um die letzte Fertigkeit zu meistern da. So, diesmal mache ich den Fehler nicht. Easy Snack. Meine Güte. Das macht aber schon Spaß, muss ich sagen. Das wundert mich, dass mir das so einen Spaß macht. Komm her. Gebrochen, sehr gut. Dann nimmst du jetzt einmal den hier. Yeah. So, müssen wir den eigentlich auch down haben. Easy Snack. Perfekt. So. Aber den da... Ich hoffe halt echt, dass die nicht respawnen. Das wäre halt echt doof. Aber kann eigentlich nicht sein. Das wäre ja eine unendliche Farm dann. Digga, ich habe wieder so komplett den Angriff verschwendet. Okay. War ganz gut. So, gebrochen. Okay, und einfach draufhauen, das müsste reichen. Dann haben wir einen, glaube ich, noch. Und ja, geschafft. Sehr nice. So, dann können wir schnell noch hier das letzte leveln. Geil, dann haben wir hier alle. Gut, hier wird es dann teuer. Aber das sind natürlich auch krasse Angriffe, die wir dann hier lernen. Gut, die zwei für 120. Die hier kann man auch noch meistern. Oh, wird aber teuer. Aber geil, das mache ich als nächstes. So, dann schnell den Loot hier oben einsammeln. So. Da hinten den auch noch. Und dann machen wir den einen noch kaputt und die respawnen nicht. Das ist schon mal gut. So. So nämlich. Mist, das ging daneben. Okay, nice. Oh ja. Ich habe inzwischen schon ein paar sticke Moves jetzt. Wir können ganz schön lange in der Luft bleiben. Gebrochen, sehr nice. Zack, guck mal, wie schnell das inzwischen geht. Am Anfang hat es noch viel länger gedauert. Okay. Dann ist jetzt nur eine Frage, die ich habe. Wenn ich da hinten über die Brücke gehen würde, käme ich dann zum Loot? Das muss ich jetzt leider noch ausprobieren, es tut mir leid. Muss ich jetzt nochmal zurück, weil das kann ich da nicht zurücklassen. Am Ende kommen wir hier nicht mehr hin und ich habe den Loot zurückgelassen. Das könnte ich niemals verarbeiten. Das entspricht nicht meinen Prinzipien, jeden Loot mitzunehmen.
Wo geht's hier eigentlich hin? Hallo, Loot. Ich schau mal, vielleicht können wir auch gar nicht über die Brücke zurück. Vielleicht kommt das entweder erst später. Oder ich hätte es vorher machen müssen. Mal schauen. Naja, so haben wir ja eigentlich schon doch auch ein bisschen Open World, ne? Klar, wir haben nicht so... Oh Gott, ich hätte diesen Loot hier fast vergessen. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Da hat sich's jetzt schon gelohnt, auch wenn es vielleicht nicht geht. Und da. Oh Leute, das ist Schande über mein Haupt. Gehen wir hier nochmal gucken. Wer seid ihr? Oh, und sogar eine Kiste. Oh Gott, ich schäme mich. Da, nimm die Kiste, Junge. Okay. Gut, hier habe ich alles. Dann schauen wir mal, ob wir über die Brücke rüberkommen. Ich habe safe schon mal irgendwo was übersehen. Nein, wir kommen da nicht rüber. Noch nicht. Aber egal, ich hatte zweimal Loot über... Da hinten habe ich noch Loot übersehen. Hä, und da oben auch? Oder respawnt der? Respawnt der Loot, weil auch Gegner hier respawnen? Könnte sein, ne? Ja, die können ja gar nichts. Mein Gott, was für Lappen. Ist ja lächerlich hier, was ist. Was kämpft ihr überhaupt gegen mich? So, komm her, Legionär. Nix kannst du. Nieder mit dir. Stufe erhöht sehr nice. Stufe 17. So, her mit dem Loot. Und dann gehen wir mal gucken, ob wenn wir jetzt gleich dahin gehen, die ganzen Viecher wieder da sind. Das wäre natürlich blöd. Ja, dann werde ich die nochmal alle besiegen. Nein. Werde ich höchstwahrscheinlich erstmal nicht. Dann werde ich mich irgendwie um die rumschleichen. So. Da hinten auch? Ach nee, das ist dieser Stein. Doch, da ist aber Loot. Ich glaube, der Loot hier ist respawned. Aber warum? Supertrank. Guck mal, da auch. Ja, okay, die Sachen respawnen. Wo kommen die denn her hier? Komm her, Junge. Kaputt bist du. Komm du auch. Zack. Ach, guck mal, wir machen damit jetzt schon ein bisschen mehr Schaden. So, das war's mit dir, mein Freund. Und der Vogel ist auch kaputt? Scheinbar ja. Okay, dann können wir jetzt finally... Ah ne, hier unten, die müssen wir noch eliminieren. In den kaiserlichen Astrologen. Gesellschaft! Ich bin mehr als Gesellschaft, Jungs. Ich bin euer Tod. Euer Untergang. Mehr, Junge! Waren das alle? Looks like it. Ne, da ist noch einer. Das waren sie alle jetzt. Und wir haben schon wieder 145. Nice. Das Kämpfen lohnt. Es lohnt sich echt. Ich weiß, ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Ich gehe weiter, sorry. Aber gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin, denn wir haben ganz schön viel Loot noch gekriegt. Trotzdem nervt mich das jetzt, dass ich nicht darüber kann. Und was meint ihr? Sind die Viecher wieder da oder nicht? Ich bin mir nicht so 100% sicher. Könnte sein, dass sie wieder da sind. Drachenhorst. Wo geht's hier noch hin? Zum Loot vielleicht? Man muss ja auch mal alles gesehen haben in dem Spiel. Aber hier wartet nichts auf mich. Auch keine Kiste? Sieht nicht so aus. Keine Kiste.
Okay. Dann ab geht's hoch. Sieht's hier drüben aus, da geht's nirgends hin. Auf der anderen Seite waren wir eben. Okay, sieht nicht so aus, als würden die Viecher wieder spawnen. Das ist schon mal gut. Der Loot auch nicht. Wir müssen jetzt da rechts lang. Boah, sieht schon cool aus alles. Sieht schon sehr cool aus. Das sieht schon wirklich sehr cool aus. Ich würde es aber auch interessieren, wo es da hochgeht. Da kommen wir einfach noch nicht durch. Da auch nicht, ne? So, da ist gesperrt. Und da oben der Durchgang ist auch gesperrt. Aber das ist die Brücke. Wo führt uns der Weg denn hier hin? Führt er uns einfach zur Brücke? Er führt uns unter der Brücke durch und die ist zu. Okay. Und das ist hier auch das auf der Map. Okay, verstehe. Ah, ja, ja. So. Kurz was trinken. Und dann würde ich sagen, sorry, dass ich euch den Berg hochgescheucht habe. Hund und Kollege. Aber ihr habt ja auch pausenlos Energie, so wie ich. Hoffe ich für euch auf jeden Fall. Wenn nicht, zieht euch einen Kaffee rein. Ein paar Kaffeebohnen knuspern. Dann kriegt ihr Energie. Oh. Oh, da ist der Sturm. Wir gehen direkt auf den Sturm zu. Auftragsziel in der Nähe. Ah, guck mal, da haben wir einen Waypoint freigeschaltet. Sehr gut. Er ist hier. Ich weiß es. Er? Ich dachte, das ist sie. Ach nee, Wind. Ja, aber nee, sie hat sich doch auch verwandelt. Aber Wind war nochmal ein anderer, oder? Oh. Weltkarte. Wir sind hier und wir müssen jetzt zum Auge des Sturms. Das Versteck. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Hier kamen wir ja her. Gut. Dann würde ich sagen, reisen wir dahin. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Final Fantasy 16, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns morgen 12 Uhr in der nächsten Folge wieder von Final Fantasy 16. Teilt gerne das Video, schreibt einen Kommentar, damit ein paar mehr Leute auf dieses Let's Play hier aufmerksam werden. Denn ich finde, das Spiel ist auf jeden Fall echt sehr, sehr nice. Und wir brauchen mehr Zuschauer für das Let's Play. Auf jeden Fall. Leute, macht's gut. Bis morgen. Ciao.